Ich frage mich, wie ich die tot bekomme. Muss man da eventuell... Es tut mir echt leid, dass ich gerade so ruhig bin, aber ich muss mich hier... Ich muss mich hier echt konzentrieren, dass hier nichts auf mich zukommt. Alter, ohne Scheiß. Ich krieg die auch nicht tot. Ist verbrannt. B. Ich probier's nochmal. Los, lauf. Alter! Bitte seh mich nicht! Bitte! Hupt der gerade den Baum um? Der ruppt mit einem Schlag den Baum um. Wäre ein super Holzfäller, der Junge. Ich lasse die Schildkröte mal ganz kurz ein bisschen nach draußen laufen. Ich weiß gar nicht, wieso ich das tue. Na, endlich. Nimm deine Waffe wieder, Junge. Behindert. Renn um dein Scheißleben. Alter, ohne... Nee. 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 Alter, ohne Mist, ey. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben gerade so in diesem Spiel, also seitdem ich das Spiel spiele, so gebankt einfach nur. Seit wann ist da oben denn so ein Superbaum? Ist das alles neu hier? Ich hab grad echt Schiss um unser Vor, also ohne Mist. Hat das gerade gesehen? Das ist einfach... Wumm, Baum kaputt. Shit, Alter. Wir müssen uns auf jeden Fall irgendwas Sicheres bauen. Das Spiel beginnt jetzt wirklich richtig ernst zu werden. Wir haben beide gesehen, wie sie über die Insel streifen und die haben nicht gerade einen kleinen Weg zurückgelegt. Der hat gerade echt einen... Was war das? Alter, was war das denn gerade? Habt ihr das laute Pfeifen gerade auch gehört oder bin ich jetzt Paranoid geworden? Ja, ich will zu meiner Mami. Alter, ohne Mist, wir müssen uns irgendwie eine ganz sichere Stelle suchen, wo nie dieses Vieh vorbeikommen kann. Kloppt das mit einem Schlag den Baum um? Ich komme da einfach nicht drauf klar, auf diese Tatsache, dass das da hingeht. Fatsch, Baumtuben. Ich meine, es wäre super, wenn das Ding einfach mal ein paar Bäume zerstören könnte und wir einfach mal dann nach einer Weile lang gehen, wenn die Bäume gesichert werden, was natürlich nicht der Fall war beim letzten Mal. Da hat es die Bäume einfach gelöscht alle wieder. Aber ansonsten wäre das schon cool, wenn man einfach im Wald gehen könnte und dann sich sagen könnte, okay, da liegen Baumstämme. Hier muss er entweder noch sein. Das wäre ein gutes Indiz. Entweder ist er hier, wieso sind wir eigentlich unsichtbar? Mein Kopf ist da.
Und der Stock ist da, das war's. Ich meine, wir sind noch ein ganzes gutes Stück weg von diesem Platz da, aber... Bitte lass es nur einen von beiden geben, Alter. Bitte lass es nur einen von beiden geben. Allerdings habe ich auch im Video schon zwei von jedem gesehen. Ich hab Angst. Okay. Aufhören zu heulen. Wir schaffen das. Übrigens habe ich das Fenster an. Das Fenster an? Ja, ich habe mein Fenster angemacht und das Licht aufgemacht. Genau. Nein, ich habe das Fenster aufgemacht. Also könnte sein, dass ich nachher mal das Fenster zumachen muss, weil es zu kalt wird. Ich will irgendwo bauen, wo es sicher ist. Wo ich mich zurückziehen kann und wo ich alles habe. Das ist auf jeden Fall mega wichtig für uns jetzt, dass wir irgendwo einen Rückzugsort haben, wo wir sagen, gut, hier kann ich, habe ich mir was aufgebaut, hier passiert mir auch nichts. Ich weiß bloß nicht, wo ich das mache. Ich könnte mir ein Hausboot machen. Problem beim Hausboot, ich kann nichts draufstellen. Ich könnte auch auf die Insel darüber. Problem dabei sind die Haie. Wenn ich eine Brücke baue, kommen die Viecher wieder rüber. Hat alles Vor- und Nachteile. Ich esse mir noch mal, ein Energy-Riegel. Und es wird Nacht. Ich will auch nicht allzu lange jetzt auch draußen bleiben hier. Wir gehen als... Und es wird wieder Nacht. Das ist ja auch mal so ein Ding. Es wurde ja ewig nicht Nacht. Es wird jetzt wieder Nacht. Das ist schon mal nicht schlecht. Alter, hör auf, mir Angst zu machen hier. Scheiß Spiel. Ich bin voll paranoid geworden wegen den Viechern jetzt. So. Wenn das selbst Bäume umkloppen kann, dann bringen die ganzen Dinger hier ja auch nichts. Die rennen einfach durch und kloppen den Baum, auf dem wir stehen, um, weil es denen gerade so passt. Okay. B. Wir brauchen auf jeden Fall... ein Wasserbecken. Wir haben... Das zeigt mir an, ich hätte nicht mehr alle, genau, das zeigt mir an. Was haben wir hier eigentlich diesmal? Es zeigt mir an, ich hätte nicht den Panzer, aber den habe ich ja mitgenommen. Habe ich noch im Inventar? Nee. Und hier haben wir übrigens auch Map Cave 2. L-Equip. Aha. Ja. Super equipped, sieht man. Also da hat er sich, Wir haben hier noch... Bitte lass ihn nicht liegen lassen, ich hasse diesen Jungen. Er hat den Panzer, glaube ich, liegen gelassen. Ich habe den Panzer, glaube ich, liegen gelassen. Ist das dein Scheiß Ernst, Junge? Mach was Vernünftiges aus deinem Leben! Alter, ohne Mist, ich dachte, er hat den Panzer liegen lassen. Oh nein, das kann nicht sein. Wir hätten den wahrscheinlich in der Hand mittragen dürfen müssen und hätten in der Zeit nichts anderes machen dürfen. Und als ich dann den Feuerstock ausgerüstet habe, dann hat er ihn einfach fallen lassen. Schön zu wissen, super, geil. Dann müssen wir wohl gleich nochmal los. Es tut mir sehr leid, das war mir nicht bewusst. Ja, toll. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Und Z. Oh nein. Sag mir nicht, der ist hier. What the fuck? Hä? Wie bitte? Was? Zwei von jedem? Echt jetzt? Zwei von jedem?
Nehme das da, damit ich nicht leuchte. Alter, wie behindert. Wo sind die hin? Ich sehe sie nicht. Ich habe mich gerade schon gewundert, als wir schlafen gegangen sind, kam so dieses Geräusch wieder. Ernsthaft, zwei Spinnen und zwei von diesem armen Typen. What the fuck? Nee, 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 komm. Oh, da klappt uns die Ball ein. Echt jetzt? Der kloppt uns gerade den Ball ein. Ich hasse ihn. Ja, klasse. Alter, der braucht ganz schön lange dafür, ne? Ich hoffe, sie können nur Welle zerkloppen. Ja, natürlich ist mir... Übrigens, wenn mir Energie... Wenn wir frieren, dann können wir auch sterben daran. Ich kann aber gerade nicht an einem Feuer. Super geil. Ist wirklich... Wenn er sich jetzt da festgebackt hat, ne? Dann werde ich böse. Wir frieren. Ich brauche ein Feuer. Ich kann mir bestimmt nicht molen. Wo bin das mal? Doch? Okay, das ist wenigstens etwas Vorteilhaftes. Auch wenn ich glaube, dass das sehr intelligent ist, sich hier einfach mal so ein Feuer zu machen, während das im Vieh steht, aber... Pff, Alter, guckt mal bitte dahinter, was da rumläuft. Ist klar. Und der Kollege da hinten, der... Naja... Ich weiß nicht genau, was der macht. Entweder braucht er wirklich so ewig, bis er den Ball durch hat, oder... Er hat sich festgebackt. Was ich nicht hoffe, weil sonst haben wir ein Problem. Guck dir bitte mal an, was da rumläuft. Die haben die Routen komplett geändert von den Einwohnern. Shit, Alter. Ach so ein Witz. Low energy, find something to thirsty. Erste Aufnahme 014 und 3 Milliarden Feinde. Ja, ich weiß, dass du keine Energie mehr hast. 3 Milliarden Feinde, du kannst nicht schlafen, du hast Durst, du hast Hunger, du... Und dann... Ja, leck mich am Arsch. Was soll ich jetzt machen, Alter? Wehe, das geht aus. Die haben komplett die Routen, glaube ich, geändert oder irgendwas haben die vollkommen verändert. Ich bin... Oh, hallo Freunde. Ich freue mich sehr hier zu sein. Es ist mir eine Ehre. Ich muss euch leider sagen, dass wenn dieses Vieh nicht verschwinden sollte, wir höchstwahrscheinlich uns eine neue Base bauen müssen. Und zwar ganz weit weg von hier. Weil, ganz ehrlich... Ja, ihr seht's halt, ne? Was soll ich da machen? Und ich weiß auch nicht, ob ich's tot kriege. Ich kann's versuchen, aber Problem dabei ist, wir können dabei auch draufgehen. Wenn wir draufgehen, ist der Spielstand komplett verloren. Was ich persönlich nicht so geil finden würde. Wir haben die Hälfte der Nacht schon mal geschafft, also mehr als die Hälfte.
Die haben sich da auch mega festgebackt einfach nur.